Hallo, Fabian von Crypto Circle hier. Heute geht es mal wieder um den Kryptomarkt im Allgemeinen, aber natürlich am Beispiel von Bitcoin, der immer, wenn man über generalisierte Themen reden will, im Vordergrund steht. Ganz besonders geht es mir heute um den Fokus auf ETFs und Banken, den ich irgendwie momentan sehe. Es scheint so, als würde jeder denken, der momentan in Bitcoin investiert ist, ja, dass die ETFs und das, ja, Involvement von Banken wie Goldman Sachs jetzt in dem Bitcoin, dass das die Lösung ist, die wir alle wollen, dass das das Ereignis ist, das wir alle sehen wollen und dass man natürlich, weil jetzt auch die blöden Banken und Co. mitmachen, endlich mit dem Bitcoin reich wird. Ich denke, das ist alles schön und gut und es ist sicherlich auch richtig, dass natürlich jetzt ein Bitcoin oder Ethereum ETF sehr, sehr große Auswirkungen haben würde, dass das die Kurse sehr weit treiben würde. Und da wir uns jetzt meiner Meinung nach schon länger in einer Akkumulationsphase befinden, die durchaus, das mittlerweile meine Einschätzung, auch noch eine Weile andauern könnte, ist es jetzt so, ja, dass den Leuten auch ein bisschen die Themen ausgehen. Jetzt kann man nur noch sagen, wenn man positiv eingestellt ist, ja, ich denke, Bitcoin ist bald auf 30.000 oder eben ja, ich denke, Bitcoin fällt auf 1.000 Dollar. Oder wenn man nicht über Bitcoin redet, sondern über Ethereum, wie wir jetzt in einem überhaupt nicht lesenswerten Beitrag gesehen haben, Ethereum muss natürlich auf Null gehen, weil von 250 auf 100, damit erschreckt man niemanden mehr. Ja, so ein kleineres Asset, das muss dann natürlich auf Null gehen, damit man hier noch ein bisschen Reaktion auslösen kann bei der Leserschaft. Ich denke, dass das einfach ein bisschen Perspektivverlust ist. Natürlich ist die Komponente, dass Bitcoin ein gutes Investment für viele von uns war und ist, nicht zu unterschätzen, aber Bitcoin wurde ja nicht primär als Investment kreiert. Bitcoin wurde nicht primär geschaffen, um Gold zu sein. Nein, Bitcoin sollte ein neues Zahlungssystem für die Welt werden, eine neue Währung für die Welt und das ist in seiner Anlage ganz klar so gewesen. Und deshalb möchte ich den Blick auf eine Aussage von Satoshi von vor 10 Jahren lenken, die eigentlich A zeigt, was Bitcoin vorhat, indirekt, es ist aus diesem E-Mail-Newsletter, den es da mal gab, der diskutiert wurde, beim Nakamoto-Institut zu finden. Und hier sagt Satoshi eben, dass dezentralisierte Netzwerke sich eben sehr, sehr resistent gegenüber staatlichem Druck gezeigt haben, während zentralisierte Netzwerke, er nennt dort eben Napster und Tor für ein dezentralisiertes Netzwerk, während die zentralisierten Netzwerke, ja, die Staaten seien sehr, sehr gut darin, bei zentralisierten Systemen den Kopf abzuschlagen und das System damit zu erledigen. Und das haben wir eben immer wieder gesehen, bei solchen unerwünschten Entwicklungen, sage ich mal, die wir im Internet alle verfolgen konnten. Und da Bitcoin sicherlich aus Sicht der Staaten eine solche unerwünschte Entwicklung ist, war eben die Dezentralität so wichtig, war diese ein großer, großer Punkt und diese sicherzustellen, ja, Dezentralisierung plus Sicherheit der Guthaben, daran sind ja alle vorherigen Überlegungen zu einer solchen Währung wie Bitcoin, die Idee kam ja nicht aus der Luft, gescheitert. Weswegen ich mir jetzt genau dieses Zitat herausgesucht habe und ein bisschen Perspektivverlust meinte, ist, dass das eigentlich die grundlegende Annahme hinter Bitcoin begründet. Den Rest könnte man, sage ich mal, theoretisieren und das kann man auch widerlegen in irgendeiner Form. Ja, zum Beispiel ist der Proof of Work das beste System für sowas, so etwas zu führen. Aber die wirklich fundamentale Annahme hinter Bitcoin, das ist ein Axiom. Das ist also etwas, das ich damit nicht erklären kann und bei Bitcoin haben wir ganz klar dieses Axiom des Widerstandes. So etwas wie Bitcoin zu erfinden, macht nur Sinn, und das kann man aus Satoshis Nachricht herauslesen, wenn eben die Möglichkeit besteht, wenn es möglich ist, der vollen Staatsgewalt zu widerstehen. Wenn das keine Möglichkeit ist, ist so ein Versuch wie Bitcoin sowieso nutzlos und kann verworfen werden. Hier haben wir also eine Grundannahme von Bitcoin, die man zum Beispiel teilen muss als Bitcoin-Investor. Anders geht es meiner Meinung nach nicht. Und dann ist wirklich die Frage, wie viele der neueren Investoren haben sich schon mal Gedanken gemacht, was ist die Grundidee von Bitcoin? Was war die Grundannahme, dass Bitcoin eben genau gegen das arbeiten soll,
was auf das aktuelle alle warten. Bitcoin ist gegen Goldman Sachs gerichtet. Bitcoin ist gegen Produkte wie ETFs gerichtet. Von seiner Grundkonzeption her. Natürlich kann man, wie heißt es so schön, den Feind mit seinen eigenen Waffen schlagen. Also es ist jetzt per se kein Untergang, dass es Bitcoin-ETFs gibt oder ähnliches. So ist es nicht. Bitcoin soll ja eben solchen Dingen widerstehen können, soll Zentralisierungsversuchen widerstehen können und in das alte System absorbiert zu werden. Das wäre eben Zentralisierung und nichts anderes. Und das ist wirklich, denke ich, die Seite, die auch ja vielen nicht gesagt wurde, bevor sie in Kryptowährungen Bitcoin investiert haben, dass man hier also nicht in ein unschuldiges Investment geht, sondern in ein Investment, das ja keinen geringeren Anspruch hat, als die Welt zu verändern. Und dass das nicht ohne Störgeräusche, ja, und Probleme und richtige Schlaglöcher auf dem Weg ablaufen wird, das ist eigentlich jedem klar. Wenn man überlegt, wem man sich mit so einer Idee eigentlich zum Feind macht. Und deswegen, ja, ETFs würden halt kurzfristig einen gigantischen Schub dem Markt wahrscheinlich geben, ja, andere Anbieter, die eben Kapitalströme in Bitcoin lenken können, wie die großen Investmentbanken, ja, auch das würde kurzfristig einen Schub geben, aber das ist nicht der Grund, warum es Bitcoin gibt. Der Grund, warum es Bitcoin gibt, ist für mich auch ganz klar nicht der Store of Value, denn so war das Ganze nie konzipiert. Wenn ich nur ein Store of Value haben möchte, wir haben Gold, ja, der Goldmarkt wird manipuliert, aber beim Bitcoin-Markt schreien genauso viele Manipulationen. Also, wo soll da der Unterschied, wo soll da der große Vorteil sein? Nein, Bitcoin sollte das Währungssystem, das Geldsystem, das wir eben aktuell haben, grundlegend verändern und Bitcoin ist dabei, es zu verändern. Das zeigt uns zum Beispiel ja das Bitcoin All-Time-High im Iran. Jetzt fragt man sich, warum kann sich so ein All-Time-High bilden? 24.000 Dollar wird Bitcoin im Iran aktuell gehandelt oder wurde. Das liegt natürlich daran, dass man das Fiat-Geldsystem zensieren kann. Die USA haben Iran komplett abgeschnitten. Deshalb ist auch diese separate regionale Preisbildung möglich, aber das zeigt eben genau eigentlich den Vorteil von Bitcoin, denn Bitcoin ist jetzt im Iran so wertvoll, weil es ein Asset ist, mit dem ich immer noch grenzüberschreitend global Handel treiben kann, weil eben keine Suppression, keine Zensur möglich ist gegen diese Transaktionen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch noch mehr eine kleinere weitere Randnotiz erwähnen. Shapeshift ist sicherlich vielen bekannt aus dem Software-Wallet, das ich auch immer empfehle, Exodus. Shapeshift bietet eben den unkomplizierten Umtausch von einer Kryptowährung in eine andere an, wurde nun ja gezwungen, so ist die offizielle Kommunikation, KYC einzuführen. Das heißt, in Kürze wird man den Service nur noch nutzen können, wenn man sich eben mit Personalausweis oder Reisepass registriert. Das liegt daran, dass Shapeshift ein Service aus den USA ist. Und Eric Foyers hat es relativ klar auf Twitter dann kommuniziert, nachdem natürlich ein größer oder kleinerer Shitstorm über ihn losbrach, dass diese Entscheidung under Duress getroffen wurde. Also es war keine freiwillige Entscheidung. Man hat im Endeffekt die Pistole an den Kopf gesetzt bekommen. Entweder KYC oder Shapeshift wird zugemacht. In diesem Fall hat er sich für KYC entschieden, was ich für einen großen, großen Fehler halte. Eric, war immer jemand, der ja massiv eben genau für dieses dezentralisierte System geworben hat, mit richtig viel Herzblut. Ich erinnere mich da an Podcasts und Streams von Sachen, wo er aufgetreten ist, wo er wirklich wie ein starker, sage ich mal, Ideologe rüberkam. Und deswegen bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht, dass er hier eingeknickt ist. Aber das zeigt genau, wie wichtig auch im ganzen Ökosystem dezentralisierte Lösungen sind. Das spannt nämlich wieder den Bogen zum Satoshi-Zitat. Bei Shapeshift war es einfach, den Kopf zu identifizieren, nämlich Eric Voorhees, ihn so unter Druck zu setzen, äquivalent zum Abschlagen, dass Shapeshift nun im Endeffekt erledigt ist, da es seine eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Das ist also, denke ich, die größte Aufgabe für alle in diesem Bereich entwickeln, um die Kryptowährung und was wir an Assets haben drumherum, ein System zu entwickeln, das zensurresistent ist, das dezentralisiert ist, das eben solche Gegenmaßnahmen der Regierung deutlich erschwert.
das weiterhin ermöglicht, ja, dass wir unsere Kryptowelt, sage ich mal, so behalten, wie sie ist und eben nicht stärker und stärker eingeschränkt werden. Das ist die große Herausforderung über die nächsten Jahre, denke ich. Wir alle oder die meisten von uns sind sicherlich im Zuschauersitz. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als zuzuschauen, wie sich diese Sache entwickelt. Das soll es dann für dieses Video auch schon gewesen sein. Falls es dir gefallen hat, wie immer, like das Video, abonniere den Channel, falls du es noch nicht getan hast, und teile ihn mit Freunden und Bekannten, die sich auch für Kryptowährungen interessieren oder interessieren sollten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.